Vier Titelträger wurden bei den Jugendhallenmeisterschaften des Tennisverbandes Berlin-Brandenburg in den Altersklassen U12 und U14 gesucht. Ich habe einen Konditrainer, mit dem ich Einzelkonditraining habe, und das hat mir auch sehr weit geholfen. Deswegen, ich habe mich besser bewegt als beim letzten Mal und doller geschlagen. Ich habe mit meinem Vater Lauftraining gemacht. Ich war in Litauen, habe dort sehr viel trainiert, habe ein Turnier in Bremen, also ein J2-Turnier gespielt, wurde dort Zweiter. Super vorbereitet, doch bevor die Finalisten der Altersklassen U12 und U14 in der Hafe-Landhalle in Seeburg um die Titel kämpfen durften, mussten sie sich zunächst in den Halbfinals beweisen. Ja, die Konkurrenz in allen Disziplinen war sehr stark. Die Mädchen haben sehr gut stark gespielt und insgesamt, ich fand das Niveau ganz souverän. Es schien eine harte Konkurrenz zu sein, dennoch lag der Fokus ganz klar auf Diego de Dura Palomero. Momentan, ich finde, dass Diego de Dura ist die Nummer 1 in Altersklasse 12. Und er hat die Prognose, vielleicht ganz weit nach oben zu kommen. Das Nachwuchstalent zeigte all seine Fähigkeiten auch im Finale der Altersklasse U12 und gewann somit die Meisterschaft glatt und klar gegen Alexander Vallesarate mit 6:1 und 6:4. Bei den Mädchen der Altersklasse U12 konnte sich die erstgesetzte Nastassja Nesterovic durchsetzen gegen die zweitgesetzte Zura König. Das Ergebnis 6:1 und 6:2. Zura fand ich, also gegen Zura war schon schwer zu spielen. Eigentlich die erste Runde gegen Sonja war auch sehr schwer. Ich würde gerne mich besser bewegen. Auf jeden Fall war ich zufrieden mit meiner Leistung. Es hat auch sehr Spaß gemacht zu spielen und es war einfach schön. Bei den Jungen und Mädchen der Altersklasse U14 schaffte es Mariano de Dura Palomero klar und deutlich mit 6:1 und 6:1. Und Carla Ligle mit 6:3 und 7:5 zum Titelgewinn. Mein erstes Match war jetzt auch nicht gerade leicht gegen Corinna Riedmann. Und jetzt das Finale war sehr hart. Ich musste mich ganz schön anstrengen. Maria war echt gut. Die Konkurrenz war schon eigentlich ganz okay. Also in der ersten Runde halt 3 Sätze, danach 2. Runde. Immer bei den wichtigen Punkten, da muss ich ein bisschen lernen, wieder ein bisschen ruhig zu bleiben, nicht so viele Doppelfehler zu machen und sonst ein bisschen mehr bewegen und besser konzentrieren. Aber eigentlich war ich auch ganz zufrieden mit mir. Gesucht und gefunden. Das Jahr startet so doch glatt besser und trotz der Besserungswünsche dürfen die Nachwuchsspielerinnen und Spieler richtig stolz auf sich sein.